Die Schule ist momentan aufgrund Tintiema Corinavinus auf Online-Prinzip aufgebaut. Aber ich glaube, den Lehrer, der heute in den Ring steigt bei meinem Mutant-Spiel, interessiert das mal überhaupt nicht. Ich rede von niemand anderen als den lustigsten Lehrer überhaupt. Koho Sensei aus den Is Nation Classroom. Ja, ich habe ihn echt gefunden. Er war in einem Jump Force Mutant Pack vorhanden. Und leider habe ich keine passende Stage gefunden. Deswegen habe ich eine Jump Stage ausgesucht. Und ich hoffe, die ist gut für alle. Aber naja, wir spielen auf jeden Fall heute mit Koho Sensei, einen der besten Lehrer überhaupt. Leider hat er nicht allzu viele schöne Anspielungen auf den Anime. Aber naja, man kann nicht alles haben. Legen wir einfach los. Und treffen gleich auf einen anderen Koho Sensei. Na klasse. Sate, hajimemashouka. Aber ein paar Anspielungen hat er schon, zum Beispiel schmeißt er die Missile, die er aufgefangen hat von der Armee, wie man hier unschwer erkennen kann. Dann hat er das Netz, womit er Karma gerettet hat, ebenfalls in seinem Set. Das typische Grinsefeld natürlich, kannte ich noch gar nicht. Und ich werde gerade ganz schön platt gemacht. Aber jetzt habe ich die Kombi-Schaltung raus. Oh, da kam die nächste Mission und tschüss. Okay, Koho Sensei, bye bye. Also der Lehrer hätte bestimmt kein Problem mit diesem Gumbios. By the way, nächste Woche für die, die Mutant mögen, dürfen sich ebenfalls freuen. Mutant kehrt nächste Woche richtig zurück in der Eventwoche. Also immer um 20 Uhr. War lang nicht mehr dran und dann, jetzt kehrt es richtig zurück. Aber ein paar Spielungen, wie schon gesagt, hat Koho Sensei. Ja, und schwer sehen können. Oh shit, das war ein Konter-Move. Oh, da kam eine Misse. Und tschüss. Bin ich so gut wie Koho Sensei. Und tschüss. Die Pose, so die Streckanimation. Natürlich hat sich der Macher ein bisschen an den Anime sehr inspiriert. Nächster Versuch. Ganz ehrlich, ich vermisse Koho Sensei in Jump Force. Und wenn man von Jump Force spricht, da ist schon gleich der nächste Kandidat. Goku! Das könnte schwer werden. Sehr schwer. Habe ich dich in der Kombi? Nochmal in der Kombi. Auf der Five Nights at Freddy Stage überhaupt mal nicht passt. Was würde denn hier bitte schon beibringen? Von allem, warum ist Goku hier? Und leider verloren. Und der hat echt Hunger. Hm, hab ich auch. Also am besten gleich Mittag. Obwohl die erst am Abend erscheint. Ich nehme das gerade am Mittag auf. Oh, ich habe das Netz gefunden. Frag mich, ob es auch das Easter gibt, wenn er vom Wasser getroffen wird, dass er dann sein Kopf größer wird. Aber ich glaube nicht, dass sie das einprogrammiert haben. Für die Mutant-Woche darf ich schon mal ankündigen, wird ein weiterer Dragon Ball Fighter hinzujoinen. Und ein Pokémon Fighter. Alle weiteren halte ich geheim. Und ich habe natürlich gegen den Goku verloren. Ah, schade. Erneuter Versuch. Koho Sensei gegen Terry.
さて、始めましょうか。 Auf der Stage. Dann guck, wie schnell du auf meine Schläge reagierst, King of Fighters. Ich lerne dir jetzt Kampftechniken. Alako, Sensei. Ich liebe den Anime. Ich liebe einfach diesen Anime. Gehört zu einem meiner Besten. Der Besten, die ich je geschaut habe. Die findet ihr nicht in Nation Classroom, wenn ich die je geschaut habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich war, als ich Kurs-Sensei gefunden habe. Boah, der hat gegen meine Fäuste überhaupt keine Chance. So, Der hat überhaupt keine Chance auf meine Fäuste. Weggeräumt, gleich und das war's. Cold Sensei hat abgeräumt. Terry kommt gar nicht zum Angreifen. Ich bin so schnell mit meinen Tentakeln. Ich will auch nichts zu Cold Sensei spoilern. Für die, die den Anime noch nicht angesehen haben, kann ich jedem empfehlen, ihn anzusehen. Von allem, weil die erste Staffel einfach kostenlos auf YouTube verfügbar ist. Und die zweite auf Englisch. Auf deutsche Übersetzung. Ja. Auf jeden Fall, ihr könnt euch den Anime ansehen, komplett. Und das empfehle ich jedem, der mal etwas Abwechslung zum Anime braucht und ihn noch nicht gesehen hat. Und er ist dafür bekannt, hin und wieder Scherze zu den Jump-Welten zu machen. Zum Beispiel verkleidet er sich gerne mal als Naruto oder spielt andere Anspielungen. Wie zum Beispiel in Spin-Off, das jetzt neuerdings erschienen ist, hat er One Piece eingekleidet. In einigen Szenen waren auch Dragon Ball und so zu sehen. Dieses Einhorn-Anime, also der hat schon einige Animes veräppelt. Ein bisschen. Und da er Mitglied der Jump-Gruppe ist, nehmen die anderen es auch nicht so böse. Er macht ja keine Copyright-Verletzung, der ändert immer ab. Das sind nur kleine Scherze. So. Und die ersten Stunde, endlich habe ich mal gewonnen. Und mein nächster Gegner ist wieder ein Kandidat aus der Jump-Welt. Trunks, Super Saiyan 1. Sate, hajime mashou ka. Auf der Sonic Racing Stage. Ja, das macht schon mehr Sinn. Wie schnell kommt man zu rein aus? Bitte was? Soll was? Was ist denn da passiert? Der kann fliegen? Der kommt wieder runter auf dem Boot der Tarzan. Von mir fliegen bringt überhaupt nichts. Ich bring dir jetzt was Neues bei. Jetzt seid ihr in der Luftkanal inkieren. Kann er, dass er nicht die Fluganimation hat? So, Sensei normalerweise nutzt. Aber das hat er wohl nicht mehr gepixelt bekommt. Ich spamme mich nur den Button. Und tschüss. Weiter Lehrgang. Boah, ist das eine harte Trainingseinheit für Trunks. Go-Sensei gibt Kampfunterricht. Na komm schon runter! Wegfliegen nützt gar nichts.
Oh, ich vermisse so Kuro-Sensei Jump Force, aber dessen Miyagi nee, statt Kuro-Sensei. Der ist so lustig wieder. Und tschüss. Die Hunde geht auch an mich. Oh, Sonic EXE. Das könnte etwas dauern. Den skippe ich am besten mal. Der würde zu lange dauern, deswegen skippe ich ihn. Weil er einfach viel zu viel KP hat. Die Chorknaben. Oh, jetzt wird's lustig. Auf der Pokémon Stage. Oh shit. Guck nicht so, Ash. Oh nee, ich bin rausgesprungen. Ach, come on. Versuchen wir es noch einmal. Kuro-Sensei kann nicht so hoch springen. Was ist, wenn wir ihn verprügeln? Könnte vielleicht auch sein, dass er so K.O. gehen kann. Nee, der kann nicht so kaputt gehen anscheinend. Wie KP hat der? Leute, ich hab die K.O. gehauen. Das geht! Man kann Kappa K.O. hauen! Und das erfahre ich erst in... Wie viel Part ist das eigentlich schon? Keine Ahnung mehr. Ich habe Zahlen zwischen in meinem Kopf, weil es schon lange her ist. Aber Kappa war wohlgemerkt schon seit Part 1 dabei. Und ich kapiere es erst jetzt, dass man den Typen auch K.O. hauen kann und man nicht unbedingt durchspringen muss. Ja, Kuro-Sensei, dann will ich kein Alkohol. Oh nein, 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 nein. Oh! Na warte, jetzt gibt's Rache. Für dich gibt's jetzt eine extra Hausaufgabe. Das darf doch nicht wahr sein. Der hat schon wieder geschafft. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Da gucken wir uns eben den Watchkampf an. Und ich würde sagen, wir machen Jump Force Action. Ach ja, und eine kleine Info. Wegen Critters Part. Der musste runtergenommen werden. Leider hat sich in diesem Fall Rovalvo, ein Mitglied des Pokémon Amino Deutsch, beschwert aufgrund des Namennutzung. Ich wollte keine Meldung oder so. Also habe ich es einfach gemacht, dass ich den Part runternehme. Ich werde vermutlich einen neuen dafür aufnehmen, ohne Rovalvo Inhalte. Also, als nur damit ihr Bescheid wisst. Und nicht wundert, wo der Part abgeblieben ist. Der wurde runtergenommen. Aufgrund ihm. So, dann nehmen wir erstmal Kuro-Sensei natürlich. Und wir nehmen ja Jump Partner. Ich würde sagen, haben wir Girl in diesem Fall als Schülerin.
fast ein bisschen. Gegen Trunks. Und Rama Boy zum Start. Auf der Stage. Los geht's. Sate, hajime mashou ka. Und da geht's schon ab. Oh Gott, setze ihn ab. Oh ja, der Buchkonter, den habe ich noch. Oh ja, und sein Range Mode. Er hat den Range Mode einprogrammiert. Aus Folge 2. Oder 1, keine Ahnung mehr. Er hat auf jeden Fall seinen Range Mode einprogrammiert. Wow, und der geht ab, der Range Mode. Hat er auch noch mehr von uns schmeißen? Okay. Weiß gar nicht genau, welches Jumpfer das, welches das genau ist, aber naja. Sein Range Mode, oh weia. Grundsätzlich gibt es da echt harten Kampfunterricht. Boah, der rollt ab bei Zero. Was mich interessiert, ob zwei Grundsätzlich der pinken Lima zerstören können. Immerhin ist das der Charakter, der bisher noch nicht geschlagen wurde. Sayonara. Innerhalb eines Matches. Und ich würde sagen, wir testen das gleich mal aus. Wir holen uns zwei Koro-Senseis gegen eine Pinky Mima. Los geht's. Sate, hajime mashou ka. Ja, es ist der Creepy. LOL, Koro Senseis gehen ja jetzt schon ab. Leute, können die das echt schaffen? Können die echt Pinky Mima besiegen? Das wäre eine Überraschung. Oh, Koro Senseis scheint nicht stark genug zu sein, um Pinky Mima zu besiegen. Bisher hat es noch keiner geschafft. Aber das würde mir gerne interessieren. Falls ihr euch Mutant irgendeinen Charakter wünscht, schreibt das mal in die Kommentare für die Woche. Schreibt einfach in die Kommentare, welchen Charakter ihr euch für Mutant wünscht. Diese Woche, also nächste Woche, und dann gucke ich, ob ich ihn auftreiben kann. Und vielleicht ist er so in der Lage, die Mima endlich zu besiegen, und jetzt macht sie einen Fuser. Und jetzt den Versuch gut zu kontern, aber das geht schief. Oh! Mit Dragon Ball Soundtrack. Er hat sie in jede Zelle zersprengt! Holy shit! Schnell weg, bevor sie mich selbst produziert. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.